Vielen Dank für diese schönen Lieder. Es ist Adventzeit. Heute ist der erste Advent. Und wenn wir so das Wort lesen, dann stammt das irgendwie aus dem Lateinischen, nicht aus dem Arabischen. Adventus, ja, Ankunft. Ja. Das ist also die Jahreszeit, in der die Christen eben Weihnachten feiern, aber das ist ursprünglich, sie feiern die Erscheinung des Herrn, die Fleischwerdung Gottes. Und ursprünglich eben entsprach dieses Wort dem griechischen Begriff Epiphania, das heißt Erscheinung und nicht irgendeine Erscheinung, sondern Erscheinung einer großen Persönlichkeit wie Könige, Kaiser oder so große Besitztümer oder sogar die Gottheit im Tempel. Gott ist erschienen, Gott ist gekommen, Gott ist gekommen. Und diese Adventszeit war eigentlich ursprünglich eine Fastenzeit, beginnt am 11.11. Ja. Und das geht so bis sogar bis zum 6. Januar, das ist der Tag, das Fest der Erscheinung des Herrn. Und man hat gefastet und ursprünglich waren nicht 4 Advente, sondern 6 Advente. Und irgendwann hat man das umgestellt auf 4 Advente. Und in dieser Zeit durfte man weder tanzen, noch heiraten, noch üppiges Essen. Also eine Zeit, wo man sich besinnt auf Gott und so bescheiden leben sollte. Aber dann ab 1917 hat die katholische Kirche gesagt, also ihr seid nicht verpflichtet zu fasten. Und diese besinnliche Zeit oder aus dieser besinnlichen Zeit ist eine Rauschzeit entstanden. Und mittendrin leben wir. Ja? Und wir sollen uns besinnen in dieser Zeit auf Gottes Erscheinung, auf Jesu Ankunft damals und ganz besonders auf Jesu Wiederkunft. Das ist die Adventzeit für uns. Und das ist immer so ein Ansporn, wachsam zu sein. Ein Ansporn, wir warten auf unseren Gott, wir warten auf unseren Erlösern. Liebe Geschwister, letzten Endes, die letzte, allerletzte Erlösung ist das, wenn er wiederkommt. Und daraufhin arbeiten wir, leben wir in dieser wartenden Haltung. Dazu möchte ich aus Markus 13 so einige Verse lesen, ab Vers 33, ja, Vers 33, genau. Also Markus 13, ab Vers 33. Und das heißt, seht euch vor. Wachet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Torhüter, ja, oder schärfte dem Türhüter, sagt die Elferbilder ein, also schärfte ein dem Türhüter, er soll wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, das sage ich allen, uns auch, wachet. Und in den meisten Manuskripten steht, wachet und betet. Also in diesem Kapitel, so hier Kapitel 13, spricht der Herr warnend, ja, über die Endzeit und seine Wiederkunft. Er kommt wieder. Und hier spricht er warnend. Er warnt uns. Dass er wiederkommt, das ist Fakt. Das ist also eine Tatsache. Er kommt wieder. Aber er warnt uns und sagt, wachet und seid wachsam. Mit dieser Warnung eben will uns nicht erschrecken oder uns Angst machen. Er will uns schützen
Versteht ihr das? Wenn die Bibel sagt, wachet, dann die Bibel will uns schützen, dass wir nicht schlafen. Und der Schlafende ist ja wehrlos. Er muss wachen. Und er will, dass seine Gemeinde, dass wir trotz aller Verführungen und also treu bleiben, wachend bleiben. Ganz am Anfang sagt er, seht euch vor. Ja, seht euch vor. Seht euch vor, was soll ich denn vorsehen? Also seht euch vor, was draußen geschieht. Ja? Und dann heißt es, wachet. Also seht euch vor und wachet. Seht euch vor, was geschieht draußen um uns herum. Wir sind in der Welt. Was geschieht in der Welt? Seht euch vor. Und nach innen wachet. Das ist die Botschaft des Advents. Er sagt zum Beispiel in demselben Kapitel, Vers 5, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Woher kommen diese Leute? Von außen. Diese Einflüsse. Seht euch vor. Und dann in Vers 9, ihr aber seht euch vor. Und wenn ich so diese Frage stelle, was ist denn überhaupt Wachsamkeit? Was ist denn Wachsamkeit? Wachsamkeit hat immer mit Ausdauer zu tun. Früher hat man gesagt, beharrlich sein. Ja? Also vier Haare, nein. Ja? Ausdauer. Sie hat mit Ausdauer zu tun. Zum Beispiel in Epheser 6, Vers 18 heißt das auch, wachet dazu mit aller Beharrlichkeit. Ja, wieder das Wort. Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Ist es uns noch bewusst, dass wir heilig sind, dass wir Heilige? Ja, die Heiligen zu Ludwigsburg grüßen die Heiligen zu Issum. Ist es uns bewusst, dass wir solche Heiligen sind? Das ist keine Überheblichkeit. Wir sind geheiligt durch sein Blut. Und hier sagt, wachet dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Wir brauchen Gebet. Wir brauchen uns einander. Beharrlich bleiben im Gebet, beharrlich bleiben im Lesen des Wortes, beharrlich bleiben in der Gemeinschaft, beharrlich bleiben im Dienst, beharrlich bleiben im Geben, beharrlich bleiben in der Liebe, umsorgen, vergeben, zugeben, aber niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Das ist lebendiger Glaube, das ist Wachsamkeit. Ja? Also nicht, dass ich wach bin und dauernd Kaffee trinke oder Red Bull oder was weiß ich, sondern in all diesen Dingen wach bleiben. Und nicht in einigen Bereichen nur vielleicht Aktionen durchführen, sondern wirklich in all diesen Bereichen wach bleiben und praktizieren, beharrlich sein. Und wozu alles? Hier aus dem Text heißt das, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Ja, ihr wisst nicht. Also das ist auch so gemeint, nicht dass nur, also wenn der Herr Jesus zurückkommt, sondern wenn er uns auch abruft, und das kann im Nu geschehen. Karambolage auf der Autobahn sind so viele Menschen umgekommen. Sekundenweise. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist, wann er wieder kommt. Und die Frage jetzt an diesem Advent, bist du wirklich bereit? Bin ich bereit? Sind wir bereit? Haben wir diese Freude? Könnt ihr euch erinnern an den Bruder Wilhelm Bister? Der sagte, ich bin ein Mann der Zukunft, ein altbetagter Mensch. Ja, er war bereit. Und hatte die Erscheinung Jesu lieb, oder dass er zu ihm geht. Das ist, was dieser heutige Tag an uns diese Frage stellt, sind wir bereit? Und die Mahnung, diese Mahnung zur Wachsamkeit wird eben durch ein Gleichnis erläutert. Ja, darum geht es. Es ist das Gleichnis eben von dem
Türhüter oder im Alten Testament heißt Torhüter. Torwart. Also Jesus vergleicht sich mit einem Menschen, steht hier in diesem Text, mit einem Menschen, der auf Reisen ging. Das ist nämlich ein bekanntes Bild damals bei den Juden. Wenn die Rabbiner, wenn die Lehrer erzählt haben, ein Mensch ging auf die Reise, dann ist schon bekannt, dass ein reicher Mensch, ein einflussreicher Mensch, an erster Stelle etwas mit Gott zu tun, also Gott selber, ist auf eine Reise gegangen. Ja, das ist schon sehr, sehr bekannt, dieses Bild, der das Land verlässt und dann jetzt seinen Knechten Vollmacht gibt, in seinem Namen zu handeln. Ja? Ist das uns bewusst so? Wir haben die Vollmacht, in seinem Namen zu arbeiten. Ich bin nicht irgendwer, sondern ich habe die Vollmacht, in seinem Namen zu arbeiten. Groß und klein, jeder, der sich zu Jesus bekennt, jeder, der wiedergeboren ist, handelst du im Namen Jesu. Und er gibt dir die Macht. Das sagt uns der Advent. Vollmacht gibt, in seinem Namen zu handeln und teilt unter ihnen die Arbeitsbereiche. Das finde ich ja ganz toll. Ja, die Arbeitsbereiche. Ich brauche nicht alles tun. Aber gemeinsam tun wir alles. Diese Vielfalt zu einem Ganzen, das ist eine wahre Integration, wenn wir bei diesem Wort weilen wollen. Integration ist jetzt die Vielfalt zu einem Ganzen zusammenzufügen. Herrlich. Und Türhüter haben natürlich in der Bibel, also hier sehen wir das im Alten Testament, man braucht also nur einen Klick zu machen, da auf dem Computer, dann siehst du alles, was Torhüter und Türhüter und Torwärter und Wart, alles, was sie da machen. Aber Torhüter waren die erste Aufgabe, das ist ein Tor, das ist eine Mauer, das ist ein Tor und schützt diese Stadt, schützt diese Gemeinschaft. Torhüter überwachen die Stadttore oder überwachen die Tore, die Türen von den Palästen, von Eigentümern, von Großbesitzern und so weiter, in vornehmen Häusern. Das sind so die Torhüter im Alten Testament. Und hier in diesem Text möchte ich ja viel Fragen stellen. Vier. Nicht viel, vier. Sonst kommen wir nicht zu Ende. Das erste, wer wacht eigentlich? Wer wacht? Im Grunde, der Herr wacht über uns. Das sollen wir nicht vergessen. Ja, der Herr, der Hüter Israel, bewahrt dich. Er wacht über uns. Und das ist so tröstlich und gibt uns Sicherheit. Bewege dich, mach, tu, arbeite, diene. Da ist einer, der dich bewacht oder über dich wacht. Das ist herrlich. Über uns wacht. Und zum Beispiel, es gab auch Leute, also jetzt die Frage, wer wacht? Es gab Leute im Alten Testament, die Bundeslade bewacht haben. Ja, was sagt denn das heute zu uns? Bundeslade, was war denn in der Bundeslade drin? Eine Antwort? Kurze. Bitte? 10 Gebote, also das Wort Gottes. Torhüter, Hüter, die das Wort Gottes behüten. Und das brauchen wir heute dringend. Liebe Geschwister, wenn eine gute, orientierte, klare Lehre in der Gemeinde herrscht, dann sollen wir keine Angst haben von Außeneinflüssen. Wisst ihr, ich habe diese Erfahrung so gemacht, als ich nach Ludwigsburg kam, Lob und Dank unserem Herrn. Ja, ich habe gemerkt, dass ein Riesenmango an Bibelwissen. Und da war ich wirklich so systematisch, der Herr hat mir geholfen, ja, das Ganze auf einmal jetzt auf Arabisch umzustellen. Und es ging also immer, die Bibelstunde, Predigten, Freizeiten, all diese Dinge ging in diese Richtung, lehrmäßig. Und auf einmal sagen mir viele Leute, die wirklich simpel und einfach, die kaum vielleicht lesen und schreiben können, und sagen, Mensch, dieser Sender im Fernseher, das ist falsch. Und das ist falsch. Das stimmt ja nicht nach dem Wort Gottes. Und auf einmal filtern sie, was sie in den Medien sehen und sagen, was wirklich in der Bibel steht oder nicht steht. Das ist ein gutes Zeichen. Ja?
Also, liebe Geschwister, das Wort ist entscheidend in unserem Leben. Wer das Wort nicht kennt, er ist schutzlos. Ja. Ich sage nicht, dass wir theologischen Cholesterin haben. Ja. Einer sagte, ich predige nicht, um dicke Bäuche zu füttern, sondern dass wir wirklich Bescheid wissen. Hast du noch immer noch diese Lust, jeden Tag in der Bibel zu forschen, das Wort Gottes zu hören, zu lesen, selber zu forschen? Viele Leute kommen und sagen, ja, wir wissen ja gar nicht, wie sollen wir denn lesen? Ich sage ganz einfach, Mensch, nimm Matthäus-Evangelium oder irgendein Buch und sag, 5 Sachen interessieren mich. Liebe, Gericht, Geben, Taufe. Such dir so 4, 5 Begriffe und jedes Mal, wenn du einen Satz liest, wo das vorkommt, dann mach dir eine Tabelle und mach dir dann selber nachher so einen Eindruck, was Liebe bedeutet in Matthäus-Evangelium zum Beispiel. Ja, wir wollen diese Freude haben, diese Lust, wie im Alten Testament steht, am Wort Gottes. Am Wort Gottes, das Wort Gottes. Waren Leute, die die Bundeslade bewacht haben. Und das ist dieses Wort an die Verantwortlichen in jeder Gemeinde und auch hier. Wir wollen das Wort predigen. Und ihr sollt das Wort lesen. Eine Frau hat sich beschwert bei mir, oder eine Gemeinde sagte, ja, schon gut, das Wort. Und eine andere sagte, ja, seit 20 Jahren lese ich das Wort Gottes nicht mehr. Ich lasse mich jeden Sonntag überraschen, was der Prediger sagt. Und das sind die Offenbarungen Gottes. Und ich habe gesagt, hat der Prediger kein einziges Mal in diesen 20 Jahren nicht gesagt und dir offenbart, dass du das Wort Gottes lesen sollst? Nö, war gut. Es gab Leute, die zum Beispiel waren Leviten, die haben also als Torhüter, Leviten als Torhüter, ja, so ähnlich vielleicht heute wie Diakonen, diakonische Arbeit. Ja. Und das ist enorm wichtig heute. Nicht, dass wir das Wort predigen und das war's, sondern wie das Wort wirklich realistisch wird in unserem Leben. Wir kümmern uns um andere Menschen, auch leibliche Bedürfnisse. Und das ist das A und O in unserer Arbeit unter Ausländern. An erster Stelle geht darum, also dass wir Menschen füttern, dass Brot, so viel Essen da ist für Tausende von Menschen, so wie der Herr Jesus getan hat. Er hat gelehrt, aber er hat auch die Bäuche voll gemacht. Und da haben wir sehr viel damit zu tun. Aber wir müssen auch solche Leute haben, die diese Gemeinde so behüten, dass das vorhanden ist. Die Wächter im Alten Testament, diese Torhüter, die waren stark und klug. Also nicht nur solche Muskeln, sondern auch klug. Das brauchen wir auch heute. Starke Leute. Kluge Leute. Wer wacht? Jawohl, solche. Und im Neuen Testament, ein guter Hirte ist Torhüter. Die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und das also, was ich heute sage, im Grunde, die Gemeinden brauchen wirklich solche Leute, die vollzeitlich in der Gemeinde arbeiten, die jeden mit Namen kennt. Was denkt ihr, was diese Besuche, die ich ja jede Woche mühsam also tun muss, ja, und meistens ist das mit viel Essen verbunden und Süßigkeiten und dann bis spät in der Nacht, bis 12 Uhr, 1 Uhr, ja, und dann ganz zum Schluss noch einen, den arabischen Kaffee, damit man also nach Hause kommt und ganz wach bleibt, ja. Persönlich mit den Menschen sprechen und auf einmal kommen so Leute, so kleine, 12-Jährige, 13, 14-Jährige und stellen Fragen und wollen wissen. Das macht viel aus. Das sind Torhüter. Wer wacht? Wir alle. Jeder in seinem Bereich. Wir brauchen solche Leute. Mit anderen Worten, wir sind alle damit gemeint. Das Zweite, was wird denn gewacht? Was wird gewacht? Wenn wir Vers 34 lesen, da heißt es, er verließ sein Haus. Ja? Er verließ sein Haus, das Haus Gottes, Gemeinde Jesu. Das sind lebendige Steine. Wir bewachen nicht solche toten Steine, sondern wir bewachen lebendige Steine. Das ist die Gemeinde Gottes, das ist das Haus Gottes heute.
Im Alten Testament bewachte man zum Beispiel Straßen. Ja, was in der Welt geschieht? Was in der Welt geschieht? Es gibt viele Leute, die sagen, wir sind Christen, wir haben mit Politik nichts zu tun. Okay, aber es gibt Leute unter diesen Christen, die wirklich Ahnung haben. Und die sagen uns, was los ist. Und das ist sehr wichtig. Nicht, dass wir jetzt, der Gemeinde Jesus jetzt politisch orientiert ist oder engagiert ist, sondern es gibt solche Leute, die wirklich Bescheid wissen in der Politik, damit sie uns sagen, was los ist. Damit unsere Kinder, Jugendliche, uns selbst, die Gemeinde, geschützt werden kann. Islam zum Beispiel. Wisst ihr zum Beispiel, dass in der CDU 50.000 muslimische Mitglieder gibt? 50.000, CDU, aktive Mitglieder. Nicht wenig. Kriege, was geschieht denn jetzt im Nahen Osten? Ja? Was sie uns da erzählen wollen, Demokratie in islamischen Ländern, sie fördern den Islam dort durch solche Bewegungen. Wirtschaft, wer weiß Bescheid denn, wer blickt denn durch? Ja. Und so weiter. Es gab Beobachter oder Wächter für Türe beobachten. Türe müssen wir auch beobachten und bewachen. Wer hier reinkommt und wer hier rausgeht. Wer hier reinkommt, mit welcher Absicht kümmern wir uns um ihn. Und wer hier auf einmal die Gemeinde verlässt und geht weg. Oder Probleme hat. Sag nicht, der andere, der Älteste muss das tun. Ja? Aber was tust du? Türe beobachten, Schatztruhe beobachten, das Wort Gottes. Ja? Schatztruhe beobachten und die Schätze. Das Wort Gottes, das ist die Schatztruhe, sollen wir auch bewachen. Und die Schatztruhe, die Schätze sind wir als Mitglieder der Gemeinde. Wir sind Schätze in dieser Schatztruhe. Und die Hebräer 13, Vers 17, sagt: Gehorcht euren Lehrern. Und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Betet sie auf. Betet für sie. Das dritte, warum sollen wir wachen? Warum sollen wir wachen? Wenn wir gemerkt haben, Vers 33 und Vers 35, ja, diese zwei Verse. 33 heißt das, wachet, denn ihr wisst nicht, Vers 35, genauso, wachet, denn ihr wisst nicht. Beim ersten, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Die zweite, also Vers 35, wachet, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Wer weiß, wann die Zeit da ist? Keiner. Wann kommt der Herr, weiß ich nicht. Vor seiner Wiederkunft, zum Beispiel in Vers 22 steht, werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, sodass sie die Auserwählten verführen würden, wenn es möglich wäre. Ja, kommen solche Leute hinein und falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Lehre und sie wollen sogar die Auserwählten verführen. Ein Bauer oder einem Bauern fehlte jeden Tag ein Huhn aus seinem Stall. Und abends verriegelt er alle Türen und Tore und schließt alles ab. Und trotzdem, jeden Tag, eins ist weg. Und dann hat er seinen Hof 24 Stunden bewacht. Und siehe da, 12 Uhr zum Mittagessen kam der Fuchs und hat so ein Huhn. Mitten am Tag. Das sind solche Leute. In manchen Gemeinden steht jemand auf und sagt irgendwas, was kein Mensch versteht. Und steht ein zweiter und sagt, Gott sagt zu euch das und das. Woher weiß ich denn das?
Ich weiß das Wort Gottes hier. Das Wort Gottes hier. Das ist sehr wichtig heute. Und das ist auch kein Wunder, steht in 2. Korinther 11, 14 und 15. Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nicht Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Wisst ihr, ein Engel kam und hat das Wort Gottes gesagt. Er brachte eine Botschaft eins zu eins. Und diese Diener, die Diener der Gerechtigkeit oder der Gerechtigkeit, das sind Leute, die dieses Wort deuten. Ja? Und wir haben solche Leute heute, viele, viele solche in den Gemeinden. Und da kommen die Spaltungen und kommen die Unsicherheiten und so weiter und so fort. Warum sollen wir wachen? Weil wir wissen nicht, wann der Herr Jesus kommt. Die Engel bringen die Botschaft. Jemand deutet das. Und was ist mit dem Wort Gottes? Spaltungen, Unterspaltungen, Götzendienst, irdische Weisheit, Ehebruch, all diese Dinge brachten eben diese falschen Diener da in Korinther. In Korinth, ja. Und sieht das heute anders aus, liebe Geschwister? Tut mir leid, also ich muss dieses Wort sagen, weil wir das auch durchgemacht haben in unserer Gemeinde. Plötzlich, eine Frau verlässt ihren Mann und sagt, der Herr gibt mir Frieden darüber. Was ist das für eine Botschaft? Gott sagt zu mir, geh in Frieden und verlass deinen Mann. Ist das Engelbotschaft? Der Herr gab mir Frieden und darum wachet. Sag nicht, dass das passiert, das kann mir nicht passieren. Wachet darüber. Der Teufel ist da nur, um solche Familien jetzt innerhalb der Gemeinde Jesu zu zerstören. Und das geschieht nicht wenig. Wir beten jetzt auch aktuell wieder für eine andere Familie in einer anderen Gemeinde. Arabische Leute, ja, in Europa. Also das ist der Geist, der hier in diesem Land, in diesem Kontinent herrscht. Dass Familien kaputt gehen. Wisst ihr, dass die deutsche Gesellschaft ist eine vaterlose Gesellschaft geworden ist? Vaterlose Gesellschaft. Einer der Initiativen, der bei uns jetzt hier in diesem Forum, also Ludwigsburg, Forum Ludwigsburg, gemeinsam für Ludwigsburg, eben vier solche Frauen, die allein stehen mit ihren Kindern oder Gewalt erleiden unter ihren Männern, die werden da in dieser Initiative geschützt und diese Initiative ist bei uns in diesem Forum, gemeinsam für Ludwigsburg. Gläubige Menschen, die das tun. Wir müssen wachen, liebe Geschwister, nichts verharmlosen. Und das vierte und letzte, wie sollen wir denn wachen? Der Herr sagt uns, dass wir in einer dunklen Welt leben. Ja, und er sagt, diese Welt ist dunkel, ob das Morgen ist oder Mittag ist oder Nachmittag ist oder Abend oder Hahn schreien oder wie. Ja. Das ist dunkel, egal in welcher Zeit. Okay, aber nehmen wir das so einfach hin? Nein, wir sind Lichter in dieser Welt. Ihr seid das Licht dieser Welt. Wir sind Lichter in dieser Welt. Ihr seid das Salz dieser Welt. Ja? Und das heißt, deshalb wachet, ob das jetzt Nacht oder Morgen oder Abend oder wie auch Mittag oder Mitternacht, also wachet zu jeder Zeit. Warum? Weil Vers 36, damit er euch nicht schlafend finde. Schlafend, das ist also ein Zustand. Nicht einmal geschlafen oder eingenickt oder eingeschlafen, sondern schlafend. Korrigiert mich so grammatikalisch, wenn ich falsch liege. Wenn er plötzlich kommt. Er kommt plötzlich und er findet uns schlafend. Zum Ersten will Jesus uns nicht schlafend finden, wenn er wieder kommt. Und zweitens, was sehr, sehr wichtig ist, dass der Schlafende sehr schwer ist, vom Gewicht her. Ihr Mütter und Väter, Kinder, ne? Wenn ein Kind schläft, ist es doppelt so schwer. Stimmt das? Wie viel mehr so ein Mensch wie ich? Wo ist Sascha? Sascha, schlafend, ihr müsst ihn tragen.
Das ist schwer. Darum geht es, liebe Geschwister. Tragen müssen wir. Und das ist fürchterlich, wenn wir Schlafende in der Gemeinde tragen müssen. Macht ihr die Weihnachtsaktion und ihr müsst ja 10 Schlafende mitschleppen. Ja? Stimmt das? Ich rede von der Erfahrung, aus der Erfahrung. So sagt das Wort Gottes, aber ich erlebe das auch. Da hast du den Eindruck bei manchen Menschen, du kannst ja nichts bewegen. Ja, natürlich. Schlafend. Schwer. Und jetzt stellt euch vor, eine Gemeinde hat 60 Mitglieder. Und 20 davon schlafen. Und für jeden brauchen wir 2 aktive Mitglieder, damit sie den tragen. Wie viel übrig bleibt, die wirklich arbeiten? Keiner. Oder wenig. Sollte die Gemeinde CGI so aussehen in Issum, dass alle 2, 3 jemanden, der schläft, tragen und sagen, oh, eine schwere Last. Natürlich schwere Last. Und deshalb, bitte, wach auf. Wach auf. Tragen müssen wir aber den Schwachen, die Kinder, die neu im Glauben sind, bis sie stark werden. Wir gegen uns gegenseitig, die Botschaft sollen wir tragen, das Kreuz sollen wir tragen. Den Auftrag und alles, was eine überflüssige Last, sollen wir wegwerfen, nicht tragen. Der Schlafende ist überhaupt auch nicht bereit, nicht nur schwer, auch nicht bereit. Wenn der Herr Jesus kommt und jemand, der so tiefen Schlaf hat und schnarcht, ich erzähle euch ein bisschen, das, wir nennen das also in der arabischen Predigt ein bisschen Obst. Ja? Also wenn man predigt und dabei sehr viel so Bitteres, dann muss man ab und zu mal ein bisschen Obst servieren. Und da hatten wir im August so eine arabische Freizeit in Schweden, da bin ich dann hingeflogen und dann haben sie uns als, wir sind also mehrere Pastoren und Diener und Missionare, haben gesagt, also wir wollen euch jetzt was Besseres geben und sie haben uns in ein Hotel und die anderen schliefen irgendwie in Baracken und so weiter. Ne? Da habe ich gesagt, oh, das ist ja schön. Man versucht uns diese doppelte Ehre zu geben. Und dann habe ich ja gelesen in einem Zimmer, dass ich mit einem anderen Pastor aus England, den ich schon lange kenne und schon lange, lange nicht gesehen, habe ich mich sehr gefreut. Und als er dann kam, habe ich gesagt, du bist bei mir, im selben Zimmer. Sagte, oh, ich wollte eigentlich Bescheid sagen, dass ich allein schlafen möchte. Ich habe gesagt, warum? Sagte er, ja, ich schnarche und ich schlafe sehr tief und du kannst bestimmt nicht schlafen. Ich habe gesagt, na gut, aber es gibt ja keine andere Möglichkeit. Ich versuche es. Ja, und tatsächlich, er sagte, ich bleibe wach, du sollst erst mal einschlafen. Ja, und er ist da sofort eingeschlafen. Und das war wirklich ein Brüllen ohne Ende. Ich habe meine Ohren zugemacht und hatte ich alles, und da half alles nicht. Ja, und am nächsten Tag sagte er, na, hast du gut geschlafen? Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Aber du schläfst ja ganz tief. Und dann nächsten Tag dasselbe. Ja, die zweite Nacht wachte er auf und er fand mein Bett gar nicht im Zimmer. Ich habe also meine Matratze, Kopfkissen und dann bin ich auf dem Flur, auf dem Boden habe ich geschlafen. Und siehe da, da waren 4 Zimmer und in Schweden sind alle so Hotels aus Holz. Da brummte überall. Echt? Ja, das sieht so aus manchmal hier, da jemand brummt, schnarcht und die Gemeinde will aktiv sein. Ja, natürlich bin ich aktiv die ganze Nacht geblieben. Konnte ich nicht schlafen. Das ist also, der Schlafende ist nicht bereit. Und du kannst ihn ja schubsen und treten, der schnarcht weiter. Kann nicht bereit sein, Jesus zu empfangen. Und sollen wir ihn noch tragen und ertragen?
Und auch der Schlafende kann sich vor den Angriffen des Teufels nicht schützen, liebe Geschwister. Das ist viel schlimmer. Kann sich nicht wehren. Ich habe eine Statistik gelesen, ob die stimmt, weiß ich nicht, dass man im Laufe seines Lebens mindestens 70 Insekten schluckt, der Mensch. Und 3 bis 4 Spinnen. Bäh. Und das geschieht alles beim Schlafen, also meistens die Spinnen beim Schlafen. Ja. Also die Leute, die auf dem Land wohnen, die müssen ja schon vorsichtig sein. Also wie ekelhaft, ja, eine Spinne in den Mund, dass man die schluckt beim Schlaf. Ja, man merkt das nicht, eben. Von solchen Angriffen schleicht der Teufel und der Schlafende merkt das ja gar nicht. Und auf einmal schluckt er das hinein. Ja, und kommen. Und der Schlafende kann die Tür nicht zumachen. Ja, kann die Tür nicht zumachen. Durch die kommt der Wind dieser Welt hinein. Und finde ich das sehr schön, so im Hebräischen, also genauso im Arabischen. Alles, was mit Wind ist, genauso dasselbe Wort, Geist. Ruh, Riech, das ist Geist. Wenn man die Tür nicht zumacht, kommt ein falscher Geist hinein. In mein Leben, in unser Leben, Familienleben, auch in der Gemeinde hinein. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und in der Tat, solche Dinge geschehen in der Gemeinde Jesu heute. Und Gott bewahre uns. Aufpassen. Der Schlafende kann die Schatzkammer Gottes nicht schützen, die Gläubigen. Und zum Schluss, der Vers 37. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Alle. Uns alle. Ist der Schlaf nicht das Kennzeichen der Gemeinde Jesu in unserer Zeit? Das stimmt. Und wir sollen nicht vergessen, dass überall, wo so Hoffnung der Wiederkunft Jesu in der Gemeinde herrschte, wo dieses Thema lebendig geblieben ist im ersten Jahrhundert, zweiten Jahrhundert, in den Erweckungszeiten so 16., 17., 18. Jahrhundert, 19. bis 20. Jahrhundert, das war immer lebendig. Der Herr kommt wieder, wir erkaufen die Zeit, wir gehen, wir arbeiten, wir dienen. Da blühte die Gemeinde und war fruchtbar. Das ist Advent. Ja. Das ist Advent. Wir wollen in der Hoffnung, in der lebendigen Hoffnung der Wiederkunft Jesu leben. Dann habe ich wirklich Lust mitzumachen. Weil ich weiß ja nicht, ob ich morgen noch lebend bleibe, ob der Herr heute kommt. Das weiß ich nicht. Weil Jesus das sagt. Und wie diese Begriffe Eschatologie, also Endzeithoffnung und Ethik, das ist also persönliches Christsein, gehören engstens zusammen. Wir warten auf Jesus und wir dienen Menschen. So funktioniert es. Deshalb heißt es, ich lese eine letzte Stelle aus Römer 13, Vers 11. Römer 13, Vers 11 bis 14. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Wir erkennen jetzt die Zeit. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tag, nicht
in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Römer 13, 11 bis 14. Mit diesen Mahnungen wachet und betet, ist eben die große Endzeitrede Jesu zu Ende gegangen. Er hat erklärt. Und ganz zum Schluss sagt, wachet und betet. Also, wachet und betet. Adventzeit jeden Tag. Wachet und betet. Arbeitet fröhlich und bezeichnet alles, was ihr tut, auf Arbeit, in der Schule, zu Hause, im Reich Gottes. Das ist für das Reich Gottes. Ich gehe auf Arbeit für das Reich Gottes. Ich koche zu Hause für das Reich Gottes. Ich besuche für das Reich Gottes. Bezeichnet alles als Dienst im Herrn, für den Herrn, für die Menschen, dass dieses Reich gebaut wird. Amen.